الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد اكرم المرسلين اما بعد Liebe Geschwister im Islam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, الدين النصيحة. Die Religion ist die Nasiha. Dann sagte die Sahaba, für wen? Gegenüber wem die Nasiha? Sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gegenüber Allah, gegenüber sein Buch, gegenüber seinen Gesandten, gegenüber dem Führer der Muslime, gegenüber der Allgemeinheit der Muslime. Deswegen ist die Nasiha der Weg des Muslims. Der bleibt auf diesem Weg. Sogar einige von den Sahaba, als sie den Eid gegeben haben, in Islam einzutreten, haben sie dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Eid gegeben, dass sie Nasiha zu jedem Muslim machen. Egal ob groß, klein, sozusagen, hat Macht, hat keine Macht, arm, reich. Sie haben sich vorgenommen, Nasiha zu jedem Muslim zu machen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verdeutlicht, dass die Nasiha ein Recht von dem Muslim gegenüber den anderen Muslimen ist. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Rechte des Muslims gegenüber den anderen Muslimen sind 6. Dann hat er aufgezählt. Sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du ihn triffst, dann sag ihm den Salam. Und wenn er dich einlädt, dann geh zu seiner Einladung. Und wenn er dich um Nasiha bittet, dann gib ihm die Nasiha. Hier achtet auf diese Aussage. Wenn er von dir eine Nasiha bittet, dann ist es eine Verpflichtung, dann solltest du ihm die Nasiha geben. Deswegen hier extra, wenn jemand von dir eine Nasiha bittet, egal in welcher Angelegenheit, ob das eine religiöse Angelegenheit ist, oder in weltlicher Angelegenheit ist, dann ist das hier eine Verpflichtung. Wenn du ihm helfen kannst, und wenn du ihm beraten kannst, und wenn du ihm Ratschlag geben kannst, dann ist das deine Pflicht, weil der Muslim hat dich darüber, danach gefragt. Der fragt dich um eine Nasiha. Es kann sein, in Heiratsangelegenheit. Du willst jemanden heiraten, er will jemanden heiraten, und der fragt dich über diese Person. Oder jemand will seine Tochter verheiraten und der fragt dich über diese Person. Hier ist es ein Recht von ihm, dass du ihn aufklärst. Dass du ihn mit reinen Herzen sagst, was bei dieser Person ist. Was du da über ihn weißt. Manche Leute denken, ich decke diese Person, ich zähle nicht seine Fehler, Ich rede nicht schlecht über ihn. Das ist etwas Verheimlichen. Und das gilt nicht bei Nasiha. Nasiha ist Verdeutlichen. Er hat dich um Rat gefragt, worüber er wissen muss über diese Person. Auch bei einem Kauf. Der Kauf von dir oder du kaufst von ihm. Oder der fragt dich um Rat über irgendetwas, was er kaufen will. Du weißt darüber Bescheid. Ist deine Verpflichtung, das, was du weißt, zu sagen und zu verdeutlichen und nichts zu verbergen, nicht verheimlichen. Weil das ist, wenn man etwas verheimlicht, was man weiß, das ist das Gegenteil von Nasiha. Deswegen ist es ein Recht vom Muslim gegenüber einem anderen Muslim. Und auch in religiöse Sachen. Da sollte man sagen, was man weiß. Wenn man nicht weiß, dann weist man ihn auf jemanden, der Wissen hat. Das gehört zu den Nasiha. Nicht, dass man ohne Wissen redet oder einfach so, was in seinem Kopf ist, wenn er nicht gelernt hat. Nein, das ist nicht die Nasiha. Man weist auf die Leute des Wissens hin und hat man dann die Nasiha im Leben, wenn man nicht darüber weiß, was gefragt wurde. Auch die Nasiha, liebe Geschwister, ist nicht nur für jemanden, der dich um einen Rat bittet, sondern die Nasiha ist allgemein. Auch wenn er dich nicht um Rat bittet, aber du siehst bei ihm etwas,
wo er eine Nasiha braucht, wo er einen Ratschlag braucht. Vor allem, wenn man Fehler sieht bei einer Person. Deswegen sagt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Religion die Nasiha ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, der Gläubige ist Spiegel von seinem Bruder. Sogar Abu Huraira sagt, wenn er bei ihm einen Fehler sieht, dann korrigiert er diesen Fehler. Deswegen, die Nasiha bedeutet, dass man ein reines Herz hat. Reines Herz, ein aufrichtiges Herz, ein Herz, der sauber ist gegenüber dem anderen. Ein Herz, der das Gute will für den anderen. Das ist derjenige, der die Nasiha macht. Deswegen sagt uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keiner wird gläubig, bis er für seinen Bruder liebt, was er für sich liebt. Und hier, der Muslim oder der Gläubige ist Spiegel von seinem Bruder. Warum schaut man in den Spiegel? Wenn du jetzt sozusagen dich angezogen hast oder dich gewaschen hast oder sonst was gemacht hast, warum schaust du im Spiegel? Du willst sehen, was zu korrigieren ist. Du willst sehen, was du so nicht sehen kannst, ohne einen Spiegel zu haben. Und so ist der Bruder für den Bruder. Du musst ein Spiegel sein für deinen Bruder. Und er sollte ein Spiegel sein für dich. Und den Fehler, den du nicht magst, oder der dir nicht auffällt, das muss er dir sagen. Musst du von annehmen. Weil das ist etwas Gutes für dich. Das korrigiert deinen Weg. An-Nasiha ist, dass man ein reines Herzen hat. Ein reines Herzen hat für den anderen. Er will ihn korrigieren. Er will ihn auf guten Wege bringen. Deswegen wartet er nicht, bis er ihm sagt, gib mir Nasiha. Und wenn er dir sagt, gib mir Nasiha, dann ist es auf jeden Fall Pflicht, ihm Nasiha zu geben. Ob das in weltlicher Angelegenheit ist oder in religiöser Angelegenheit ist. Aber wenn du bei ihm einen Fehler siehst, dann hier gehört es zu dem Spiegel. Der Gläubige ist Spiegel für den anderen Gläubigen, dass er ihn korrigiert, wenn er Fehler hat. Und deswegen sollten wir auch daran denken, dass die Nasiha auch einige Benehmensregeln hat. Es ist nicht einfach so, dass du jetzt sagst, ich mache Nasiha, sondern du solltest die Benehmensregeln von Nasiha kennen. Als allererstes, sei aufrichtig in deinem Nasiha. Das heißt, es fängt an mit der Absicht. Wofür machst du das? Du sollst das für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Für die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Du willst keine Belohnung von Menschen. Und du willst dich nicht hochloben damit oder besser stellen, sondern du willst Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen. Du gehst diese Religion, Ad-Din, Al-Nasiha, du bist auf der Religion von Allah subhanahu wa ta'ala, praktizierst die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala, Ad-Din und Nasiha, deswegen machst du die Nasiha mit deinem Mund. Die zweite Sache, wenn du Nasiha machst, dann ist es eine Sache zwischen dir und deinem Bruder. Weil der Muslim will nicht seinen Bruder bloßstellen. Die Nasiha ist nicht, jemanden bloßzustellen. Du hast den Fehler entdeckt, jetzt stellst du ihn bloß. Die Nasiha ist eine gute, etwas Gutes, was du für deinen Bruder willst. So bist du zwischen dir und ihm, korrigierst ihn. Deswegen sagt Ibn Rajab, Salaf, also die früheren frommen Vorfahren, sie pflegten Nasiha im Geheimen zu sagen. So dass sie gesagt haben, wenn du mit jemandem zwischen dir und ihm eine Ermahnung gibst, dann hast du Nasiha gegeben. Und wenn du ihn bloßstellst über, von allen Leuten, die sozusagen die Ermahnung gibst, dann hast du ihn bloßgestellt. Das ist keine Nasiha mehr. Das hat sich in eine schlechte Tat gewandelt. Deswegen sollte der Muslim
Genauso wie er, wenn er in den Spiegel guckt, guckt er allein, guckt er auf sich, dass er vor den Leuten nicht mit einem Fehler rauskommt. Und so ist er auch dem Muslim gegenüber den anderen Muslim. Alleine mit ihm sieht er seine Fehler in ihm, korrigiert er und stellt ihn nicht bloß vor den Leuten. Auch wenn man die Nasiha gibt, dann sollte man sanft sein. Sonst sollte man sozusagen nicht fromm sein und nicht Härte zeigen bei Nasiha geben. Schöne Wörter benutzen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns: Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati hasana wa jadilhum billati ahsan. Rufe zu dem Weg deines Herrn mit der Weisheit, mit der schönen Ermahnung und mach einen Dialog mit ihnen auf beste Art und Weise. Dein Bruder könnte sein, dass er nur die Ermahnung braucht. Erinnere ihn an Allah. Erinnere ihn an Höllenfeuer. Erinnere ihn an Paradies. Hat die Ermahnung bekommen. Hast ihn korrigiert. Hast du ihn von seiner Sünde weggebracht. Oder er braucht eine Aufklärung. Der weiß darüber nicht. Klär ihn mit Sanftmütigkeit auf. Hast du das behoben? Oder manchmal braucht er eine hin und her, aber mit sanfter Art und Weise, mit bester Art und Weise. Er hat eine falsche Argumentation. Er hat einen Beweis falsch verstanden. Klär ihn gut auf. Und beseitige die Schubakunde. Oder nimm dir zu Hilfe, bring ihn zu einem Gelehrten. Oder, aber auf jeden Fall mit guter Art und Weise. So, dass du die Nasiha erreichst. Dass du für ihn liebst, was du auch für dich liebst. Und auch eine Sache bei der Nasiha. Nachdem ich einige Benehmensregeln gesagt habe, es gibt auch zu den Benehmensregeln von Nasiha, dass man die Nasiha gibt, aber man sollte sich nicht eine Bedingung machen, dass er von dir annimmt. Die Nasiha zu geben bedeutet nicht automatisch, der muss von dir annehmen. Die Nasiha zu geben ist, du hast ihn die Ermahnung gebracht. Du hast ihn die Information gebracht. Und du erwartest die Belohnung bei Allah. Es kann sein, dass er annimmt. Es kann sein, dass er nicht annimmt. Wenn er nicht annimmt, sollst du nicht in Streit mit ihm kommen. Sollst du nicht anfangen zu schimpfen. Solltest du nicht böse sein. Manche denken, ich habe noch nicht Nasiha gegeben, bis er das tut, was ich sage. Du hast die Nasiha gegeben, wo du das Wort gegeben hast. Wo du mit deinen reinen Herzen das Gute für ihn gewollt hast und mit ihm gesprochen hast. Hast du ihm die Nasiha gegeben. Und erwarte die Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn er nicht angenommen hat, mach im Geheimen Dua für ihn. Dass Allah ihn recht leitet. Dass Allah sein Herz öffnet für das, was er dir sagt, was du ihm sagst. Weil die Nasiha ist immer noch, dass man das Gute für den anderen will. Das ist die Bedeutung von Nasiha. Und auch eine Sache, bei der Nasiha muss man auch Geduld haben. Erwarte nicht, dass dir jeder Bruder sagt, den du Nasiha gibst, oh schön, mein Bruder. Hast du Nasiha gegeben, Jazakallahu khairan, das war sehr schön von dir. Erwarte nicht diese Reaktion von jedem Mann. Die Leute, die aufgewachsen sind, die lange oder jahrelang Schlechtes betreiben, die haben eine Gewohnheit. Wenn du die Nasiha gibst, es kann sein, dass es für die eine Lebensumstellung ist. Etwas loszulassen, wo sie jahrelang damit sind. Deswegen kommt auch die Reaktion dementsprechend manchmal mit Wut. Manchmal beschimpft er dich, manchmal beschuldigt er dich, manchmal sagt er, du bist falsch. Aber ertrage das mit Geduld. Sollst nicht sauer sein, sollst nicht in Streit kommen, sollst nicht sagen, ich lasse die Nasiha, ich gebe keine Nasiha mehr den Leuten. Weil er so und so reagiert. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sei geduldig mit das, was dir trifft.
Und Allah sagt seinen Propheten, fasbir kama sabara ulul azmi min rusul. Allah sagt das zu Muhammad, der die beste Akhlaq hat. Aber trotzdem sagt er, du sollst Geduld haben. So wie die früheren, die vorigen ulul azm, die großen Gesandten, Geduld gehabt haben. Deswegen sollte man auch sich darauf einstellen, dass da falsche Reaktionen kommen, und sollte man auch Geduld haben. Und auch eine schöne Benehmensregel, die uns fehlt manchmal. Wenn du Nasiha gibst, sei ein Vorbild in deine Taten, bevor du auch mit Aussage Nasiha machst. Jede Sache, wozu du die Leute aufrufst, wo du die Nasiha machst, sei einer der Ersten, der das praktiziert. Machst du Nasiha im Gebet, dann bete auf beste Art und Weise. Und gehöre zu denjenigen, die ihre Gebete bewahren. Das heißt, wenn derjenige jetzt deine Nasiha annimmt, der sieht das bei dir, der sieht, wie du das Gebet verehrst, der sieht, wie du zur Moschee kommst, auf beste Art und Weise führst. Weil wenn er dann diese Nasiha annimmt, sieht er ein schönes Vorbild, wie man betet. Sei kein schlechtes Vorbild. Auch wenn du zu den Betenden gehörst, sei einer, der auf beste Art und Weise betet. Sei ein gutes Vorbild in das, wo du Nasiha machst. Gibst du Nasiha in Akhlaq, sei auf beste Art und Weise von Akhlaq. Gibst du Nasiha in irgendeine Sache, sei immer ein gutes Vorbild in dieser Sache. Und als letztes, liebe Bruder, liebe Schwester, wir brauchen auch Nasiha. Manche Leute fällt es leicht, Nasiha zu geben. Und hat Gefallen daran. Und erträgt vielleicht, dass er vielleicht falsch reagiert wird und argumentiert und so weiter und so fort. Aber sobald ihm jemand Nasiha gibt, dann erträgt er das nicht. Erträgt nicht, einen Fehler bei sich zu entdecken. Aber erträgt das, dass andere Fehler haben und dass er Nasiha gibt und dass er die korrigieren will. Deswegen, genauso wie du Nasiha gibst, solltest du auch Nasiha annehmen können. Sollst du nicht zu denjenigen gehören, wo Allah subhanahu gesagt hat, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ, wenn ihm gesagt wird, fürchte Allah, أَخَذَتْهُ الْعِزَّ بِالْإِثْمِ, wird er stolz mit seiner Sünde. Der will nicht loslassen. Der will nicht zugeben. Und das ist nicht der Verhalten von einem Muslim. Weil wer Nasiha hat für die anderen, das bedeutet, er will das Gute für die anderen, dann will er auch das Gute, dass er selber von den Schlechten wegkommt und zu dem Guten zurückkehrt. Weil Nasiha ist, das Gute zu wollen, nicht an das Schlechte festzuhalten. Das Schlechte bei den anderen sehen, korrigieren und das Schlechte bei dir zu sehen, oder entdecken, dass jemand bei dir entdeckt hat, das Schlechte, dass du dann an das Schlechte festhältst. Nein. Die Nasiha ist immer, das Gute zu wollen. Und an das Gute festhalten. Und einen reinen Herzen haben. Genauso wie dein Herz rein sollte von Neid und von Groll und von das Schlechte für den anderen wollen, soll auch deine Herzen rein sein von Hochmut und von das Annehmen von Nasiha. Weil das ist ein Zeichen von Hochmut, wenn man nicht annimmt. Deswegen möge Allah uns zu denjenigen machen, die die Nasiha gehen, auf die Nasiha gehen, die Religion, die ist eine Nasiha. Dass wir die Nasiha für Allah vervollständigen, die Nasiha für das Buch von Allah vervollständigen, die Nasiha zu den Propheten von Allah vervollständigen und die Nasiha zu den Führer der Muslime und der Allgemeinheit der Muslime vervollständigen. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.